Ja, wir haben heute den Vorsitzenden der EVP-Fraktion, Manfred Weber, bei uns zu Gast. Er wird auch in der Bundestagsfraktion sprechen. Und er wird jetzt zunächst zu ein paar europäischen Themen was sagen. Dann werde ich auch noch ein paar Dinge zu den einheimischen Themen sagen. Manfred. Ja, danke schön. Ich freue mich, dass ich heute zu Gast sein darf und aus europäischer Sicht aktuellen Sachstand geben darf. Wir sind mit der Konstituierung auf europäischer Ebene fertig. Das Europäische Parlament hat jetzt Jean-Claude Juncker und im Anschluss auch die Kommissare das grüne Licht gegeben. Wir können jetzt arbeiten. Und da stehen natürlich Inhalte an. Das erste große Thema ist, wir brauchen Wachstum in Europa. Das 300-Milliarden-Paket von Jean-Claude Juncker ist eine der wichtigen Aufgaben. Ich freue mich, dass aus Berlin Rückendeckung kommt, mit der Ankündigung von Wolfgang Schäuble, 10 Milliarden zu mobilisieren, um zusätzliche Investitionen anzustoßen, ist ein wichtiger Beitrag für uns in Europa, Wachstum zu erzeugen. Ein zweites Thema, das heute natürlich von Bedeutung ist, ist die Frage des EuGH-Urteils zum sozialen Missbrauch in Europa. Der EuGH hat klargestellt, dass Freizügigkeit ein wichtiges Prinzip in Europa ist. Aber der EuGH hat auch klargestellt, dass wir Missbrauch der Freizügigkeit zum Sozialmissbrauch nicht dulden in der Europäischen Union. Es war eine wichtige Klarstellung heute. Es liegt also der Ball auf der Ebene der Mitgliedstaaten. Dort kann man Maßnahmen anwenden, um Sozialschmarotzer, wenn ich es mal ganz hart formulieren darf, auch wirklich das Handwerk zu legen. Und das dritte vielleicht inhaltliche Thema, wir hatten im Europawahlkampf ja eine große Frage am Tisch liegen, nämlich das Freihandelsabkommen mit den Vereinigten Staaten von Amerika, TTIP, das wir miteinander zu diskutieren haben auf europäischer Ebene. Und ich würde mir da wünschen, dass wir in der Diskussion um TTIP vor allem mit den Chancen argumentieren. Amerika macht eine spannende Erfahrung. Erstmals wird nämlich ein Freihandelsabkommen von amerikanischer Seite mit einem Partner verhandelt, der größer ist von der Wirtschaftskraft als die Vereinigten Staaten von Amerika selbst. Wir Europäer sind größer vom Bruttoinlandsprodukt. Und es gibt uns enorme Chancen, unsere Standards, die wir Europäer entwickelt haben, global durchzusetzen. Ich finde, das sollte in der öffentlichen Debatte im Mittelpunkt stehen, die Chancen in den Mittelpunkt stellen und nicht die möglichen Risiken. Dankeschön.